Hallo ihr Lieben, ich grüße euch von ganzem Herzen. Gerade jetzt zum Beginn des Wassermann-Zeitalters möchte ich nun das letzte Channeling von Sandra Lau präsentieren, von meinem geliebten Vater Mahakoham, der Elohim Cassiopeia ist. Und insofern wird es sehr, sehr spannend, was sie dazu sagen hat und was für alle Zeiten gilt, so denke ich jedenfalls. Die meisten Channelings, die ich mache, sind geheim und deswegen habe ich mich auch sehr zurückgehalten die letzte Zeit, genauso wie Iloma. Wir werden in Kürze einige Channelings nach draußen geben, das, was wir nach draußen geben können und dürfen und sollen. Also seid gespannt, was auf diesem Kanal passiert und damit ihr es mitbekommt, abonniert ihn einfach. Aber jetzt viel Spaß mit dem neunten Channeling Mahakoham. Mit Sandra Lau. Ich wünsche euch wirklich gesegnete Weihnachten, eine super schöne Zeit, Gesundheit, wirklich euch selbst und euren Lieben natürlich auch. Also lasst es euch gut gehen und lasst euch von niemandem und nichts runterziehen, okay? Immer munter weiter den eigenen Weg gehen. Alles Liebe, Naoya Kamai. Willkommen, meine Lieben, ihr, die Besonderen seid. Willkommen, meine Lieben, in dieser ganz besonderen Zeit. Es wandelt sich so vieles. Und du bist mittendrin. Kannst kaum verstehen, was um dich herum geschieht. Doch du liebst es. Weil deine Seele danach ruft, diese Zeit zu erleben. Wir lieben dich. Die geistige Welt unterstützt dich in allem, was du tust. Und in erster Linie geht es darum, dich zu erfahren und wer du wirklich bist. Schau hin und erfahre dich. Die Mahatma-Energie wurde neu gestaltet für dich, für euch. Lasst sie einkehren in dein Sein, in deinen menschlichen Körper und fühle dich neu, denn du bist neu. Die geistige Welt ist dafür da, um dich zu begleiten und zu unterstützen. Vertraue erst dir selbst und dann kannst du auch uns Vertrauen schenken. Ich weiß, dieses ist zu Anfang nicht gerade einfach, erst sich selbst Vertrauen schenken.
Doch du lebst in einer neuen Zeit, wo alles etwas anders ist. Schau hin und erfahre dich mit dieser besonderen, neu gestalteten Energie, die ihr die Mahatma-Energie nennt. Sie ist besonders, weil sie umgestaltet worden ist von uns, der geistigen Welt. Wir sind Wirklichkeit. Es kann sein, dass du diese Energie jetzt schon in dir spürst, wenn du dafür bereit und offen bist. Sie kann in dein Kronenchakra eintreten. In deinem Energiefeld befindet sie sich. Doch einkehren darf sie bei dir nur dann, wenn du es gestattest, wenn du es erlaubst, wenn du dafür offen bist. Denn der freie Wille des Menschen geht noch immer vor und wird auf diesem Planeten auch immer so sein. Wer ich bin, fragst du dich vielleicht. Dann öffne dein Herz und du kannst mich sehen. Tue dieses jetzt und vertraue den Bildern, die du erhältst, denn sie sind Wirklichkeit. Hab keine Angst. Angst vor was? Angst vor der Zukunft. Angst vor der Angst. Es entwickelt sich alles neu. Und wir von der geistigen Welt wissen, dass es für euch Menschen im Augenblick vielleicht nicht gerade einfach ist. Doch wir kennen euren, deinen Weg. Und wir wissen, dass du ihn dir zurechtgelegt hast, bevor du auf diesen Planeten gekommen bist. Und wir wissen, du hast dir auch immer Hilfestellungen eingebaut. Und das Leben kann und wird einfacher werden, wenn du dir Vertrauen schenken kannst. Und die Mahatma-Energie darf dich dabei unterstützen und begleiten. Voraussetzung ist, dass du das möchtest. Ich bin eine Wesenheit, die dich aus der geistigen Welt ruft, deinen Namen ruft. Vielleicht hörst du mich und drehst dich um und kannst niemand sehen, aber du spürst,
dass jemand da ist. Dass immer jemand da ist. Wir von der geistigen Welt. Danke. Danke, dass du bist, wie du bist. Ein besonderes Wesen in einem menschlichen Körper. Ein besonderes Wesen in einem menschlichen Körper, das immer mehr lernt, mit Energie umzugehen. Das immer mehr lernt, mit Angst umgehen und sie verändern, denn sie ist reine Energie und kann dir sogar helfen, indem du noch stärker wirst, noch klarer siehst und wiederum dir dann mehr vertrauen kannst. Darf ich dich begleiten? Die Mahatma-Energie. Now you come I. Ich sehe dich. Now you come I. Ich fühle dich. Now you come I. Ich bin bei dir. Freu dich mit uns. Freu dich, dass du da sein darfst in dieser besonderen Zeit. Auf diesem wunderbaren Planeten. Schau doch, wie sich alles wunderbar entwickelt. Und du und ihr seid dabei. Now you come I. Danke, dass du bist, wie du bist. Kennst du das auch? Im Volksmund sagt man, da steht jemand neben sich, ist außer sich, ist zerstreut, ist neben der Spur, ist aus der eigenen Haut gefahren, da steckst du nicht drin, er ist verrückt und so weiter. Kennst du auch Fragen wie, was hat dich denn geritten? Was ist denn in dich gefahren? Was hat dich denn angesprungen? Wenn jemand nicht richtig in seinem Körper ist, nicht anwesend ist, fangen an, die Gedanken und Gefühle ebenfalls verrückt zu spielen. Der physische Körper reagiert darauf mit Ängsten und körperlichen Beschwerden. Hinzu kommt, dass ätherische Wesen den Menschen leicht beeinflussen können oder sogar in den Körper eindringen können. Was bedeutet kreisende, fremdgesteuerte Gedanken und Gefühle? Verändern das eigene Verhalten. Dies verändert als Resonanz die Lebenssituation, in der der Mensch lebt. Du kennst dich sicherlich auch. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Bei Implantaten geistiger Beeinflussung von Gedanken, Gefühlen und des physischen Körpers wird dann eine fremde Resonanz aufgebaut, welche dann in den Wald hineinruft
und sehr Beziehungen, Familie, Freundeskreis, Beruf und körperliche Gesundheit durcheinanderbringt. Die Ellathasin-Licht-DNS-Einweihung bedeutet, diese Beeinflussungen zu bereinigen und dem Menschen die Möglichkeit zu geben, wirklich körperlich, geistig und seelisch anwesend zu sein. Hierbei werden keinerlei fremde Energien übertragen, sondern Fremdeinflüsse entfernt, die Hara-Säule geöffnet und demjenigen gezeigt, wie er dies selbst sofort nutzen kann. Die Licht-DNS ist schon im menschlichen System seit 2004 angelegt und ist keine fremde Energie. Ist sie aktiviert, kann der Mensch sofort hohe Energien empfangen und auch weiterleiten. Während der Einweihung wird dies genau erklärt und sofort in die Tat umgesetzt. Tod, der Atlantaner sagt dazu, Ka ist das, was der Mensch das Leben nennt und Ba das ewigliche, unsterbliche Wesen. Das Ba kann erst kommen, wenn das Ka inkarniert ist. Die Ellathasin-Licht-DNS-Einweihung ist die Inkarnation des Ka und die Öffnung für das Kommen des Ba. Sei der Schöpfer deiner Realität und sei wirklich anwesend in Glückseligkeit. Wenn dich dies anspricht, melde dich gerne bei uns und wir vereinbaren einen telefonischen Termin, bei dem du die Ellathasin-Licht-DNS-Einweihung bekommst. Wir freuen uns auf dich und dein Erwachen. Sei gegrüßt, Elmore Gabbard.